Herzlich willkommen zu einer Blutmondrunde hier auf 7DSOD. Wir warten ab, bis unsere Nachbarn kommen. Wohin wir die auch immer herkommen. Wir gehen mal aufs Dach. Und dann schauen wir, wo sie herkommen. Also wo sie genau unseren besuchen wollen. Ne? Das ist typisch. Aber nur wir ernten. Das wächst ja. Deine wahre Freunde. Das ist soweit. Da ist der Erste. Miss Vieh. Da wollen sie rein. So. Hörst du die Jungs? Oh, war ein Feig. Hier müssen sie hoch. Natürlich wäre ideal fahren mit zwei, drei Mann. Blöden Krabble. Die Mörderstadt, die kommen mal rein. Und
Gute Sachen, die mir reinkommen hier. Missvieh. Bis jetzt bringt gut XP. Aber hier, wo kein Gras ist. Wahnsinn. Ein Punkt. Mist. Viel zu wenig. Wenn sie hier hochkommen, dann wird Zeit, dass wir hier, sobald die, das Ding leer ist, verschwinden. Warum Maschinen wieder schon so Schaden gekriegt, das wollte ich. Hier kommen wir hier rüber. Sauber! Gar nicht gepackt, weil ich gar nicht mehr sehen kann, wie da lang. Deswegen ist es hier so wichtig, dass man von hier vorne rangeht. Ist also irgendwie ausbaufähig, denke ich mal. Durch den Balkon und also Gitter am Boden machen. Um dann genau unten unter uns
ich denke so pro noch ein paar Männchen 8 Mann kommen, aber hier sind dann mehr, weiß ich, gleich gezählt. Ich sag kaum was, weil die etwas zu fett sind, ne? Die Wahrheit ist, dass wir noch einen Graben bauen müssen. Oh, die Fahnen sind schon gut hier. Die hüpfen da raus, du. Habe ich gesehen genug? Sonst gab es hier immer schon Abbrüche bei so einer Aktion. Also Frames in der Aufnahme, weil die Leistung einfach zu hoch war. Na, haben wir es überstanden. Eine gute halbe Stunde noch mal aushalten. Dann haben wir es überlebt. Also, der Takt wird nicht mehr rot angezeigt, aber draußen nach wie vor rot. Sobald das 4 Uhr durch ist, gehen wir mal raus und werden den Loop aufsammeln, ne? Und dann gehen wir bei und reparieren wir erstmal fleißig. Ich habe keine Munition mehr, ich glaub's gar nicht. Ich habe 4 Schuss verballert. Oh, da will man schnell noch was, Nachschub holen. Also ganz schnell. Da wollen wir gleich gucken. Ach, so, haben wir Uhrzeit? Ja, da haben wir Uhrzeit. Dann schauen wir mal nach. Die Rohren. Hier haben wir kein Eisen. Schlecht drin. Wir brauchen hier Bronze. Gut, Bronze haben wir keinen. Aber hier haben wir Schießballer zweimal. Hülsen ist gut. Schießballer haben wir mehr gehabt, glaube ich. Wir haben die Nacht überstanden. So, Schießballer.
haben wir jetzt hier nicht, was ich sehen kann. Aber wir haben Hülsen da. Und Schießpulver ist auch drüben. In der Chemiewerkbank. Dann können wir gleich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Munition brauchen so viel. Aber da war ja. Das heißt, wir müssen wieder auf Lukto gehen und zwar. Messing und. Kohle und Nitrat. Nitrat brauchen wir erst in den 5 Schuss. Echt Wahnsinn. Ich habe im Prinzip fast alles verballert. Jetzt haben wir Tag Nummer 36, in 7 Tagen, also in Tag Nummer 43, ist wieder soweit. Das ist nicht viel, aber wir haben 15 Schuss. Jetzt gehalten. Ja, super, das können wir gebrauchen, ne? Bin enttäuscht. Was, ne? Ja, hier haben sie versucht reinzukommen. Also hier muss ich jetzt nachher 1, 2, 3 Beton, damit der Keller sicher ist und die Teile auflegen. Und hier ist natürlich der Graben nicht jetzt geschlossen. Also. Aber hier unten haben sie auch probiert. Da liegt man gerade so fest, da ist alles hier weg. Da liegt auch was. Ja, eine Kapuze. Für die Kälte, denke ich mal. Unser Fahrrad. Hier waren sie fast gar nicht. Hier waren sie auch fleißig. Aber dann haben die genau diesen Kante genutzt, um dahin zu laufen. Und dann sind sie hier, wollten sie rein. Gut, mehr Licht hier nicht rum. Ja, dann bereiten wir uns mal vor. Für Lukto, jetzt haben wir 21, jetzt bereiten wir noch kurz vor und dann gehen wir los in der nächsten Folge. Ich muss ganz kurz wieder hinten rein, die Tür zu machen. Die brachten uns ja den Chili mit, ne? Können wir es essen. Und dann können wir dann gleich Gamma runterstellen und dann. Dann müssen wir noch bei Gelegenheit hier was bauen. Und hier das ganze System muss ja. Die Versorgung ist gut, 7000. Müssen wir nur unsere Wände auffrischen auf 7000, ne? Das heißt aber viel Stahl. Das heißt viel Buddel im Keller. Also müssen wir die Decke absichern, dann müssen wir mal sehen. Beton haben wir schon ein bisschen was da. So. 50 Schuss, da können wir schon mal anfangen. So, dann werden wir hier ein bisschen ausrollen. Und zwar für die Schuhe und so nicht. Honig auch nicht. Was wir brauchen, um Munition herstellen zu können. Nehmen wir hier rein. Wir brauchen dringend Hülsen. Kohle. Das kommt da nicht rein. Das können wir mal. Na, Rezepte. Maismehl. Fertig. So.
Wir müssen unser Leben auffrischen, ne? Unser, vor allen Dingen unsere Ausdauer. Honig. Auf dem Platz dann nur was Süßes, ne? Stresszeug. Ja. Wir werden mal zum Händler fahren. Dazu. Das hatte ich immer vorgehabt. Und bei Gelegenheit können wir da mal was suchen. Kapons, Geld. Da haben wir Geld. 1200. Das müssen wir rausnehmen. Das brauchen wir nicht mitschleppen. Das auch nicht. Das auch nicht. Haben wir noch einen besseren. Hammer haben wir jetzt da. Können wir auch rausnehmen. Legen wir hier mal zu. Den nehmen wir da rein. Malzbier kommt da nicht rein. Kommt da rein. Dann müssen wir Wasser holen. Wasser ist richtig. Haben wir hier noch leere Flaschen? Nein. Spiritus. Wollen wir nicht trinken? So, und hier sehe ich jetzt auch keinen. Ah, diese Kapons, die Dinger hier, diese gelben. Ach, die da. Gut. Wasser. Haben wir nicht. Das nehmen wir noch mit. Ach, Tee reicht normalerweise. Wasser als Reserve. Wasser zurück. Dose kommt hier wieder rein. Brauchen wir nicht. Dann Klamotten hier mit zu. Geld. Händler. So. Ich glaube, wir haben drüben noch Wasser gehabt. Bei der Schmiede, weil immer so heiß ist. So viel Quatsch, aber gut. Ich habe es da, glaube ich, reingelegt, um leer zu werden. Jups. Das macht zusammen 29. Dann haben wir hier noch Wasser. Nehmen wir mit. Damit das hier raus ist. So, hier ist kein Wasser mehr. Knochen, Stofffetzen. Gut, Benzin wäre nicht schlecht. Da kommt ein Nahrungsmittel rein, das nehmen wir gleich raus. Und das auch. Auch. Das auch. Da können wir hier Heilpflanzen machen, das lassen wir hier. Ja, sonst Kohle haben wir noch genug, aber wir müssen Nitrat haben. Nitrat ist Mangelware. So. Dann nehmen wir das mal raus. Das müssen wir nicht mitschleppen, ne? Das behalten wir mal schön. Wasser. So, leere Flaschen sehe ich jetzt hier keine. Das heißt, wir werden früher oder später uns das herstellen müssen. Kommen wir nicht weit, ne? Können wir ausmachen. Gut. Dann beende ich mal die Folge für heute. Und wir machen gleich auf den Weg zum Händler, unserem Trader, wie der heißt. Dann sage ich hier mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Oh. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Natürlich würde ich mich freuen über ein Like oder ein Abo. Immer gerne gesehen, ist immer kostenlos. Keine Verpflichtung. Hauptsache wird geschaut. Ne? Tschüss. Na.